So, ich habe meinen Tauchgang mit dem neuen HugiFood Mini Dome abgeschlossen. Also in Summe der dritte oder vierte Tauchgang jetzt. Und ich muss sagen, es war sehr gewöhnungsbedürftig. Ich mochte ihn am Anfang nicht so gerne, weil ich den Auftrieb von dem großen Dome etwas vermisst habe, was das in der Tarierung immer exakt neutral gemacht hatte, das ganze System mit der 5D Mark II und Fisheye. Allerdings muss ich sagen, nach 2 bis 3 Tauchgängen eintauchen, bringt der sehr, sehr viel Spaß. Besonders in Verbindung mit den Solar 4000 oder Solar 2000ern. Man kommt sehr, sehr dicht an kleine Meereslebewesen und ich hätte nicht gedacht, normalerweise ist es ja eine Fototechnik, dieses Wide-Angle-Makro, dass es eben gerade auch auf dem Film so tolle Ergebnisse produziert. Was mich am Anfang sehr gestört hat, ist, wenn man die Kamera so vor- und zurückneigt, dann scheint das Bild immer so ein bisschen zu wackeln, als ob einer mit einem Spiegel wackelt. Das ist natürlich, weil die Verzeichnungen durch das kleine Glas stärker ausfallen, ein riskanter Nebeneffekt. Allerdings, ihr werdet sehen, auch im Video, man kann dann sehr schön einige Rifffahrten so machen und dann sorgt eben genau dieser kleine Dom für ein viel mehr Drama, wenn man praktisch mit der Kamera über eine Koralle und dann in den nächsten Strauch und so weiter hinweggleitet. Auch sehr schön auf den Aufnahmen zu sehen. Und man hat wirklich das Gefühl, wenn man sich nachher die Aufnahmen anschaut, als ob man ein kleiner Fisch ist, der da wirklich durch diese Miniaturwelt hindurchgleitet. Und man kriegt also diese fantastischen Landschaften, die die Korallen eigentlich darstellen, auch mit dem System dann erst einmal mit.